Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League. Simon? Warum lacht er sich schon wieder so brett? Ich weiß nicht. Und wir lachen so eine Hexe. Ja, Simon hat wohl gerade einen Clown gegessen. Ja, nee, aber Flocken. Aber mal den. Das war der Hammer. Super. Was? Du bist der Beste. Hammer geil, wie das aussah. Achso, wie ich an dir vorbeigeschossen bin. Ja, weißt du, mit der Begrüßung jetzt. Und dann zack, mit dem Schweif. Ja, so. Gut, Die Situationskomik war überragend. Oh, aber boah, jetzt kommt er nicht weg! Die Komik fand ich nicht so lustig. Vom Führermeister, warte, der Führermeister hat dich weggerammt. Wenn du dem Führermeister im Weg stehst, ist ja klar. Wie warte. Ja, wir sind hier wieder zu dritt unterwegs. Das zuletzt so erfolgreiche Dreigestirn schlägt heute wieder zu. Hoffe ich mal. Gerade eben haben wir einen auf den Sack gekriegt, oder? Nee. Ja, wir haben gewonnen. Also die hat die Gesamtfolge gewonnen. Achso, das meinst du? Nee, ich meinte eben nur das Tor. Achso, ja. Ja. Ha, das gibt's nicht. Dass sie dann so vor das Tor fällt. Oh oh. Ich fahre auch gerade. Der war dangerous. Dangerous. Alter, ja. Wie die uns wieder hier reindrücken. Konter! Sag mal, ich bin nicht Alter. Der Ball. Sag mal den! Den muss jetzt haben. Hab ich, Simon, hab ich. Funny, nee, oder? Ich hätte super kontern können, wenn ich jetzt angekommen bin. Gerade noch ins Eck abgelenkt. Aber es war ein guter Strahl. Was ist daran wieder so witzig, Simon? Ich weiß nicht, seit die Furp Night aufgekommen ist sowas alles lustig. Ach so. Naja, von Simon denkt man immer, dass er ganz, ganz harmlos ist, aber... Leo. Hier bestätigt sich mal wieder das Sprichwort, stille Wasser sind tief, ne? Oh ja. Ah, das gibt's nicht. Fahr ich lieber nicht ran. Oh. Nochmal dran. Willst du gerade einen Konter fahren? Nee, kommt wieder einer. Da mal! Nein! Was mache ich? Scheiße, zu früh gedrückt. Oh je. Jungs, was ist da nur los? Ja, die schlagen sie 20 Mal immer wieder vors Tor, du kriegst sie gar nicht raus. Simon, wie oft fliegst du eigentlich an den Bällen hier durch? Ich wurde gerammt. Ich bin weggeflogen. Ich bin nicht am Ball vorbeigeflogen, sondern ich wurde getroffen okay. Und bin dann... Aber man hat trotzdem recht. Sehr oft. Fällt mir nochmal so auf, wenn ich jetzt mal zum Ball fahren will und dann schießt auf einmal einer an mir durch, von ganz hinten. Mhm. Und nicht nur an mir, er schießt gleich auch noch am Ball vorbei. Nennt sich Wasserfinte. Gibt's nicht, ey. Ach, ich bin immer erst dran. Oh! Oh, wieder scheiße prallt. Ach, das rollt ja nicht weiter. Nein! Mit
Oh. Klar, wie er noch so eine Schraube in der Luft macht und deswegen reinkommt. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Ich hab nicht gesehen, Mann. Sorry. Da steht, bereit, um ihn abzuwehren. Achtung. Ja, ich komm gerade aus der Kurve raus. Da sehe ich dich wirklich nicht. Sehr gut. Oh, du hättest ein Stück weiter hinten stehen können, Simon. Dann hättest du mich nämlich früher gebremst. Und ich hätte das Ding rausfahren können. Hm. Dafür habe ich sorry, jetzt den Ball so schön vorgelegt. Mein Fehler. Ich habe mir vorgelegt. Also ich war ja nochmal dran. Da dran und da dran. Pascal sagt gar nichts mehr. Das ist sprachlos, so gut wie wir es gerade aufholen. Dem hast du die Sprache verschlagen. Mir fällt einfach nichts mehr ein. So ist auch mal ganz angenehm. Jetzt sind's wir wieder, ne? Oh! Jungs, was macht ihr denn? Alles safe. Der Spruch gehört mir, hallo. Jetzt Simon! Nein! Ach, aus der Scheiße! Aus habe ich. Egal. Wieder mal am Ball vorbeigezwiebelt. Ja, aus der Kurve und aus der Drehung und sowas, da komme ich schlecht dran. Immerhin habe ich ein Tor gemacht. Ja? Ich bin Platin-Martin, ja? Gratulation, Simon! Jetzt werden die Runden noch einfacher, weil Pascal und ich als Platin-Spieler richtig gut sind. Ja, ja. Martin, das kannst du gar nicht mehr verlieren. Na, das weiß ich. Mhm. Also, du lässt dich echt von uns immer ziehen, weißt du das eigentlich? Natürlich. Gut, dann bin ich beruhigt. Besonders von dem Platin-Spieler, der ständig an den Bällen vorbeifliegt. So oft fliegt Pascal jetzt auch nicht dran vorbei. Ich meine nicht Pascal. Der trifft die meisten. Der Einsatz hat sich gelohnt. Mhm. Pascal holt sie noch raus. Sehr schön. Au. Hast du dir wehgetan? Ja. In meinem Herzen. Mit was? In meinem Herzen. Das ist doch eiskalt, oder nicht? Ist auch schon lange verkauft? Moment, das war die Seele. Sorry, verwechselt. Tief gefroren. Armer Teufel kommt, um seine Seele zu holen und geht mit leeren Händen. Komm jetzt, Mädels, schlag mal den Ball da hinten raus. Ja, schlägt ihn selber raus. Ja, das war jetzt mein Balltreffer, die Runde. Ich wollte schon zum Lachen ansetzen, so wie er da hinten vorschießt. Oh, da kommt er wieder. Ach, sagen, jetzt ist er raus, aber da kommt der Nächste schon wieder. Nein, jetzt war zu schnell. Fahr dran. Wo seid ihr denn, Jungs? Oh, shit. Oh, oh, die kommt richtig komm scheiße. Komm mal den, die Bleibt einfach stehen und macht einfach mal kurz ein. Ah. Tja, das ist wahres Können, Simon, ne? Ja, nächstes Mal, wenn der Gegner kommt. Und Nervenstärke in einem. Ne, das war jetzt schon ein bisschen dusel, dass da gerade keiner hingeflogen ist. Ach, die sind immer zu hoch für mich. Ich hab grad die ganze Zeit überspielt. Dachte, du hast studiert, Simon. Ja, Martin, weißt du, es gibt die geistige Höhe und es gibt die tatsächliche Höhe. Ich weiß, dass du das nicht unbedingt unterscheiden kannst, aber es gibt's, ja.
Nein! Oh! Jawohl, sehr schön. Nein! Glück gehabt. Gut, dass er ihn selber entschärft. Leo. Sonst keiner da. Noch zu stark, shit. Martin ist da. Jawohl. Ja! Sehr schön. Genau so war es natürlich geplant. Schau so mal, war jetzt das im geplant, Rückwärtsgang. Ja. Extra anschieben lassen, ne? Schön über die Ecke gedriftet, Pascal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den ersten Ball musste ich erstmal erkämpfen. Oh! Nein. Auch kein Boost. Zwei Boostpunkte noch gehabt. Fuck. Oh, war zu weit vorne schon. Achtung mal, der fliegt hoch. Kann ich nichts machen. Der ist zu hoch, Pascal. Das ist keine Chance. Das musst du gar nicht sagen. Ja, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Ja. Und ohne Boost kann ich ja schon mal gar nichts machen. Mhm. Schwach, verdammt. Aua. Achtung. Oh, ach, das gibt's nicht. Wie die abprallt. Natürlich. Das ist ja lächerlich. Oh. Ah, krass. Ja, der ist gut auf jeden Fall. Ich frage mich immer, warum so richtig gute Leute so einen niedrigen Rang haben. Die hat er richtig gut durch die Gegend fliegen. Nein. Komm schon, Boosts alle! Einmal ein Pass in die Mitte, einmal! Ja, aber lässt mich gerade kurz vorher der Boost im Stich. Aber ich habe noch nie, glaube ich, in den letzten drei Folgen einen Pall gekriegt. Oh, Pascal! Naja. Da musst du nichts machen wollen. Da rammt er mich 25 Mal, dann habe ich den Ball gar nicht mehr vor mir. Und dann schau dir das an. Komm, ich fahr da ja mit. Guck mal, ich komme da auch mit vollem Boost. Keine Chance einzuholen. Dann breitet er dann noch nicht so an die Latte, dass er nicht rausgeht, sondern liegen bleibt. Komm schon! Noch! Ja, der war schon von. Der war weg von der Wand, Martin. Ah, ja, klar. Aber auch der Einzige bei denen, der spielen kann. Ja, der ist echt gut. Da kann man nicht meckern, wa? Ups. Ja, gut, zweimal verloren, wa? Echt? Haben wir schon zweimal wieder kassiert? Ja. Wir hätten doch PUBG spielen sollen. Ja, ich glaub's auch. Nachher ist man eben immer schlauer. Alle hatten sie uns gewarnt. Die Oma hatte uns gewarnt. Die Mutter hatte uns die gewarnt. Die Mutti hat uns gewarnt.
Alles klar, liebe Leute, wir verabschieden uns aus dieser Folge Rocket League und hoffen, euch hat's genauso gut gefallen wie uns. Ich hoffe, euch hat's besser gefallen. Ja, so ist es richtig. Ja, ich mache jetzt hier den Laden dicht, mir reicht Zauberei. Du gehst jetzt abdancen, ja? Ja, genau. Leck mich an am Arsch! So, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge Rocket League. Tschüss. Ciao. Ciao.